Herrenmenschen-Ideologie, Unterwerfung anderer Völker. Grün gleich braun, wie absurd ist das? Es kommentierte Carola Stern vom Westdeutschen Rundfunk. Ich muss gestehen, also dass mich einfach die Stimme dieser Frau so beeindruckt hat. Wenn man etwas kann, wird man auch früher oder später anerkannt. Für mich ist sie die ganzen Jahre eine Oase von Ehrlichkeit inmitten einer Wüste von Heuchelei gewesen. Ich habe solche Angst, dass eines Tages herauskommen wird, dass alles, was ich mache, eigentlich Hochstapelei ist. Und dass die Leute sagen, jetzt haben wir sie erkannt. Sie kann gar nichts. Eines Tages kam Frau Konrad in die Klasse und sagte, weiß denn ein Kind schon, was es mal werden will in seinem Leben? Alle saßen so ein bisschen geduckt da, meldeten sich nicht. Ich weiß es, genau. Dann sag es bitte. Ich werde Tänzerin. Hinter mir saß Tüter Johann, ein Sitzenbleiber, schon in der ersten Klasse, und kicherte. Und flüsterte mir zu, Erika Asmus, du kannst ja gar nicht Tänzerin werden. Ich sage, ich drehte mich um und sagte, hör mal zu, es ist absolut sicher, dass ich Tänzerin werde. Wieso kann ich nicht Tänzerin werden? Darauf flüsterte er wieder, weil du O-Beine hast. Der Kindheitstraum von der schönen Tänzerin zerplatzte auf Usedom, wo Carola Stern am 14. November 1925 als Erika Asmus geboren wird. Hier wächst sie auf, an das Flair der mondänen Sommerinsel wird sie sich ein Leben lang erinnern. Die kleine Erika wird in eine Welt geboren, wo Geborgenheit und Ordnungsdenken dominieren. Im Umkreis starker Frauen bleibt sie ein vaterloses Kind, dem Tugenden der Männer eingebläut werden, glauben statt zu fragen, gehorchen statt zu widersprechen. Nach langer Wanderschaft kehrt sie vor 10 Jahren auf ihre Insel zurück, als bekannte Autorin, die in der Dorfkirche von Benz über ihr Leben spricht. Das Geheimnis der Befreiung heißt Erinnerung. Was lade ich mir auf, hierher zurückzukommen? Mich zurückzuverwandeln in jene Erika Asmus, die mir längst fremd geworden ist. In Ahlbeck, meinem Geburtsort, lauert die Erinnerung an die Führerin der Ahlbecker Jungmädel, mit denen ich vor 50 Jahren Hitlerlieder singend durch das Dorf gezogen bin. In Kleinmachnow, meinem Fluchtort bei Berlin, die Erinnerung an die Lehrerin der SED-Parteihochschule, an der ich vor 40 Jahren Stalins Grundzüge der Dialektik und des Materialismus lehrte. Sie wollte keine Einheimische sein, sie wollte Badegastmädchen oder Badegastkind sein. Und die Einheimischen, die waren immer auch, Gott, das sind so die Einfachen. Dann im BDM und so weiter, sie war ja Führerin und da stellte sie etwas vor, nicht? Also sie wollte was sein. Mit Hitler an die Macht. Auch auf Usedom träumt man vom Dritten Reich. Erika Asmus ruft Sieg Heil und schwenkt wie ihre Mutter, wie alle Tanten, Onkels und Freunde, Fähnchen für Hitler. Ich habe immer wieder gesagt, dass ich keine Chance hatte, den Charakter des Nationalsozialismus zu durchschauen. Denn alle Menschen um mich herum waren Nazis. Und alle Menschen in unserem Dorf, die was zu sagen hatten, nicht nur meine Mutter, die Frauenschaftsleiterin, sondern auch der Dentist und Kaufmann und der Arzt, alle waren Nazis und bestärkten mich in meiner Gläubigkeit. Ich wusste nicht, was Liberalismus bedeutet. Ich wusste nichts von der bekennenden Kirche. Unser Pastor segnete auf der Thingstätte die Fahnen der SA und der Hitlerjugend. Also, ich kannte keine Gegenwelt.
Ich kann mich erinnern, dass meine Großmutter immer gesagt hat, stelle einen Deutschen auf einen nackten Felsen und er macht innerhalb kürzester Zeit einen blühenden Garten daraus. Italiener waren für uns auch später noch als Bundesgenossen Macaroni-Fresser. Franzosen waren unmoralisch und dekadent. Polen waren dreckig und faul. Und Russen waren Untermenschen, slawische Untermenschen. Davon war eine ganze Menge schon vor 1933 da. Über der Badewanne Berlins, wie man Usedom nannte, wehen Hitlers Fahnen. Die Strandkörbe sollen rassereien bleiben. Bald dürfen Juden hier keine Ferien mehr machen. Die Kurverwaltung gibt dem Ahlbecker Badeanzeiger bekannt, Juden ist die Inanspruchnahme und Benutzung der Kurveranstaltungen und Einrichtungen, das Baden vom Strand aus und in der Seebadeanstalt sowie die Benutzung des Gemeindewarmbades verboten. Unsere Moralvorstellungen waren absolut verquer. Meine Mutter regte sich darüber auf, dass der Reichsführer SS den SS-Soldaten empfahl, Kinder in die Welt zu setzen, auch wenn sie nicht verheiratet gewesen sind. Das fand sie unmoralisch. Aber ich habe nie gehört, dass bei uns ein einziger Mensch gesagt hat, den ich kannte, KZs sind ein Verbrechen. Was ich mir nicht verzeihe, ist meine Mitleidlosigkeit. Ich war doch kein Monster. Ich war doch ein ganz normales 14-, 15-jähriges Mädchen. Und dass ich angesichts von halb verhungerten russischen Kriegsgefangenen nicht ins Haus gelaufen bin, um Brot zu holen und es ihnen zuzustecken. Dass ich gehört habe, wie Menschen geschlagen worden sind und daraus keine Konsequenzen gezogen hat. Es hat mich zwar sehr verstört, aber ich habe keine Konsequenzen gezogen. Das heißt, diese bescheuerte Gläubigkeit bis zum letzten Augenblick, die nehme ich mir übel. Und darum bedeutet mir das Wort von Brecht so viel, wenn ich überlege, was mir eigentlich im Leben mehr genutzt hat, die Gläubigkeit oder der Zweifel, so entscheide ich mich für den Zweifel. Mir scheint auch, dass Sie das Gefühl einer Mitverantwortung, fast möchte ich sagen, eines gewissen einer Mitschuld, dass sie dort sehr deutlich ausspricht, mir scheint das sogar etwas zu weit zu gehen. Also ich glaube, sie übertreibt das, was sie dort zu verantworten hat, als wenn ich an ihr Alter denke, wenn ich an die Umstände denke. Als siegreiche Russenpanzer in das zerbombte Deutschland rollen, bricht für die 20-Jährige die Welt zusammen. Gestern hat sie noch Nazi-Flugblätter verteilt, zerstampft den Kommunismus. Jetzt fechten russische Soldaten in Deutschland für Stalin und die Weltrevolution. Es hat sehr lange gedauert, bis ich gesagt habe, wir müssten einsehen, dass auch wir, die Deutschen, von den alliierten Truppen befreit worden sein. Denn wenn ich mich erinnere, was aus mir womöglich geworden wäre, wenn Hitler länger an der Macht geblieben wäre, zu welchen Untaten womöglich auch ich bereit gewesen wäre, dann empfinde ich es eben doch als Befreiung. Hitlers Symbole stürzen, doch im Schutt des zerborstenen Nazi-Regimes keimt die Utopie, dass aus den Trümmern des Faschismus eine gerechte Welt entstehen könne. Man glaubt sich an der Schwelle einer neuen Zeit. Wieder im Gleichschritt, aber diesmal unter sozialistischen Fahnen. Erika Asmus schlüpft in das Blauhemd der FDJ, weil auch für das einstige BDM-Mädel eine rote Zukunft angebrochen ist, rückwärts nimmer. Da die Kommunisten diejenigen gewesen waren, die am deutlichsten und eindrucksvollsten Widerstand geleistet hatten, haben sie auf junge Leute auch den größten Eindruck gemacht zum Teil. Und da waren auch sehr eindrucksvolle Leute dabei, die 12 Jahre im KZ gesessen hatten und nur durch Zufall mit dem Leben davon gekommen sind. Die Partei,
Sich anpassen an die neuen Machthaber. Erika Asmus wird nicht nur SED-Mitglied, sondern rückt zur Schulreferentin auf und avanciert zur Dozentin an der Parteihochschule in Kleinmachnow. In unserer Partei gilt die grundlegende Erkenntnis. Im Kampf der beiden Weltsysteme. Dann kam die Umwandlung der SED in, wie man sagt, in eine bolschewistische Partei neuen Typus. Und das war nun eine Zeit des schlimmsten Dogmatismus, die ich da auf der Parteihochschule erlebt habe. Ich war im Lehrstuhl Geschichte, wir mussten die Geschichte der KPD in der Weimarer Republik ständig neu umschreiben, weil neue Weisungen aus Moskau kamen und einmal dieser, dann wieder jener zum Verräter gestempelt wurde. Also ich war entsetzt über diese Partei und ich war auch entsetzt darüber, was die Partei aus den Menschen machte. Erika Asmus hat verbotene Kontakte in den Westen. Eine Freundin verrät sie. Nach einem Verhör bei der SED-Parteikontrollkommission flüchtet sie sofort nach West-Berlin. Die genauen Umstände ihrer Flucht lässt sie bis heute im Dunkeln. Ich konnte mich zum ersten Mal nun in dem, was man die freie Welt nannte und nennt, nicht zurechtfinden. Ich hatte niemals gelernt, selbstständig zu denken, mir eine eigene politische Meinung zu bilden. Ich war so befangen, so vollgestopft mit Ideologie, dass ich dauernd, was ich auch tat, ideologische Maßstäbe anlegte. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass ich mit einem Freund ins Kino ging und mir einen Film ansah über Toulouse-Lautrec. Wir wollten uns mal ansehen, wie es so im Westen die Filme aussehen und gemacht werden. Und als wir aus dem Film rauskamen, sagt mein Freund, ich frage dich, was ist die gesellschaftliche Aussage? Ich sagte, das denke ich selber die ganze Zeit, was ist die gesellschaftliche Aussage dieses Films? Er sagte, ich kann es nicht erkennen. Und ich betrachte es als ersten Augenblick meiner Selbstbefreiung, dass ich gesagt habe, sage mal, hältst du es für möglich, dass hier in diesem fremden Land Menschen etwas machen, bloß aus Spaß, bloß aus Vergnügen, bloß aus Interesse an einem Maler? Die neue Karriere am Otto-Suhr-Institut in West-Berlin. Hier lehrt und forscht die aus der DDR Geflüchtete über das System der SED, über Walter Ulbricht und über das Machtzentrum in Ost-Berlin. Und Erika Asmus verwandelt sich in Carola Stern. Ich kann mich noch erinnern, als ich die ersten Artikel für eine Fachzeitschrift geschrieben hatte, da kam ein Anruf der Redakteure und die sagten, also Fräulein Asmus, das geht nun nicht so weiter, Sie können nicht immer nur unter 3 Sternen schreiben. Das hatte ich getan, um die Stasi nicht auf mich aufmerksam zu machen. Sie müssen sich dann ein Pseudonym wählen. Ich guckte die Bibliothekarin an und sagte, ja, wie soll ich mich nennen? Und sie sagte, ja, wenn es immer 3 Sterne waren, sagen Sie doch einfach Stern. Ich sage, gut, ich will Stern heißen. Ja, sagten die Redakteure, einverstanden, aber was möchten Sie für einen Vornamen haben? Ich dachte, dass ich Carola Neher, die Schauspielerin aus den 20er Jahren, immer sehr verehrt habe und sagte, ich möchte mit Vornamen Carola heißen. So kam ich zu meinem Namen Carola Stern. Und fortan waren die Leute überzeugt, ich sei eigentlich eine typische Jüdin und verhielte mich auch so, wie Juden sich verhalten. Und dann gab es eine Zeit, da existierten beide Namen noch nebeneinander. Und Leute aus der Bundesrepublik sagten, in West-Berlin, da gibt es 2 Frauen, die verstehen wirklich was von der DDR und von der SED. Die eine heißt Erika Asmus und die andere heißt Carola Stern. Aber wenn ihr was haben wollt für einen Funk oder für eine Zeitung, fragt erst die Stern. Die Stern ist besser als die Asmus. Was man Carola, die damals an einer Studie arbeitete, Porträt einer bolschewistischen Partei, anmerkte, war, dass sie mit der Wissenschaft sich schwer tat. Dass sie eigentlich in die Wissenschaft nicht wollte. Und ich kann mich erinnern, dass eine unserer ersten Zusammenkünfte dadurch gewürzt war, dass sie eine
Kurzgeschichte vorlas, Der Streik des kleinen A. Oder des großen A, das habe ich jetzt vergessen. Jedenfalls ging es um die Schreibmaschine, bei der dieser Buchstabe ausgefallen war und was nur aus Verwicklung daraus entstand, dass dieser Buchstabe nicht mehr vorhanden war. Und man hätte damals schon merken können, dass ihre eigentliche Sehnsucht, ihr eigentliches Ziel der Journalismus sein würde. Dann hat sie eines Tages gesagt, ich mache jetzt mit dieser SED Schluss. Hat sich ganz auf die Bundesrepublik konzentriert, auf die Innenpolitik der Bundesrepublik, auf Parteienfragen, auf Frauenfragen, auf schließlich dann auf die Menschenrechtsfragen bei Amnesty. Das war ein ganz entschiedener Bruch und das Einarbeiten schließlich auch, da kommt wieder ihr Fleiß, in ganz neue Gebiete. Gefangen, gefoltert, diskriminiert. Carola Stern will die Fähigkeit zum Mitleiden bewahren. Sie gründet die deutsche Sektion von Amnesty International. Ich weiß, dass sie einen absoluten kritischen Sinn hat, dass sie die Probleme immer auf den Punkt bringen konnte, dass sie kämpfte, wenn sie etwas realisiert haben wollte, dann hat sie gekämpft und meistens mit Erfolg. Ich habe versucht, wie so viele andere Deutsche auch, einfach durch Taten zu zeigen, dass ich wohl verstanden habe, wie notwendig es ist, Konsequenzen aus seiner Vergangenheit zu ziehen. Meine Erfahrung ist, dass das Schwerste, was es für den Menschen gibt, ist zu sagen, mea culpa. Er mag es nicht tun. Er hat es nach 45 nicht getan. Er hat es auch nach der Wende nicht getan. Am Rhein zwischen Rhöndorf, Königswinter und Bonn geht die Adenauer-Ära allmählich zu Ende. Carola Stern wird Verlagslektorin in Köln. Ich hoffe, dass meine von mir sehr geschätzten Kollegen es mir nicht übel nehmen, wenn ich sage, dass ich zunächst von den Autoren, die ich alle für Halbgötter und Götter gehalten hatte, etwas enttäuscht war. Nicht von allen, niemals von Heinrich Böll, aber von sehr vielen anderen, von denen ich doch nicht erwartet hatte, wie eitel sie sein würden und was es ihnen bedeutete, umworben zu werden und angehimmelt zu werden und immer wieder von Neuem gelobt zu werden. Heute verstehe ich das. Autoren sind und dürfen es auch sein, immer maßlos. Und von Carola habe ich gelernt, dass man die Psychologie einer Autorin oder eines Autors berücksichtigen muss und dem Rechnung tragen muss. Und ein Autor oder eine Autorin hat mit einem Manuskript ein Kind geboren und möchte so schnell wie möglich das Urteil anderer auch darüber hören, wie schön dieses Kind geraten ist. Und so habe ich mich auch als Lektorin daran gewöhnt, bei jedem Autor, mit dem ich zu tun hatte, wenn ich sein Manuskript gelesen hatte und zum ersten Mal mit ihm sprach über dieses Manuskript, zu sagen, Donnerwetter. Donnerwetter. Und die war jedes Mal, sagen, ist was, ne? Ist was, ist was. Dann sage ich, also beim dritten Kapitel würde ich nun vielleicht sagen, ob wir da noch mal rangehen können. Das war keine Lektorin, die von der Universität auf einen Lektorenstuhl gerückt ist, sondern jemand, der Lebenserfahrung hatte, der Krisen durchgemacht hatte, der politisch zwischen verschiedenen Feuern gestanden hatte. Das heißt, das war zunächst jemand, der mit politischer Erfahrung, politischem Urteil dieses Geschäft betrieb. Und dann glaube ich, dass ich politisch etwas bewirkt habe in diesen 60er Jahren. Ich denke, dass ich auf meine Weise durch die Auswahl der Autoren und der Bücher, die ich damals bei Kiepenheuerwitz gemacht habe, zur Entspannungspolitik in der Bundesrepublik beigetragen habe. Das heißt, ich habe einerseits die Auseinandersetzung mit der kommunistischen Geschichte und Ideologie sehr versachlicht in dieser Zeit durch die Herausgabe von Standardwerken. Und ich habe andererseits mitgeholfen,
Entwürfe, programmatische Entwürfe für eine Politik der Entspannung mit zu publizieren. Ich glaube, die ganze Politik von Brandt im Jahr 70, diese sogenannte neue Ostpolitik, wäre nicht möglich gewesen, ohne dass durch das ganze Land uns von Vertretern der verschiedensten Berufe, Gruppen, Parteien die Themen sehr gründlich erörtert worden sind, sodass sich im Lande bereits ein Meinungswechsel entwickelt hat, der dann der Politik ermöglichte, einen großen Schritt zu tun, der mit aller früheren Politik aller Parteien gebrochen hat. Das Notstandsgesetz gibt sich den Anschein einer endgültigen Souveränitätserklärung und spricht damit einen schon nicht mehr verkappten Nationalismus an. Nicht wilde Streiks. Ein wild gewordener Finanzminister gefährdet zunehmend die deutsche Wirtschaft. Dieser Herr Strauß. Aufmärsche in Italien, Frankreich, Portugal und Spanien fordern Mitbestimmung und Demokratie. Gegen die Linke in Deutschland hagelt es Berufsverbote. Auch die von Ost nach West übergewechselte Carola Stern hat politische Visionen und mischt sich ein. Können Sie sich in den nächsten 10 Jahren Westeuropa, Skandinavien, Frankreich, Italien, Spanien, Portugal ohne demokratische Sozialisten vorstellen? Wir übersehen das ja hier leicht in der Bundesrepublik, aber ich bin überzeugt, dass Westeuropa in den 80er Jahren wird ein sozialistisches Europa sein. Intellektuelle wie Grass und Böll symbolisieren das neue Verhältnis von Geist und Macht. Damals gründen beide Schriftsteller zusammen mit Carola Stern eine Literaturzeitschrift zwischen Ost und West, Medium einer Avantgarde, die Utopien eines demokratischen Sozialismus beschwört. Wir wollten eine gute Zeitschrift machen und eine Zeitschrift, die es in der Form nicht gab. In der Bundesrepublik natürlich auch nicht, in der DDR, und die war auch in der DDR verboten. Es war sehr schwierig, Exemplare überhaupt in den Osten zu schummeln, hineinzubringen, denn die Unterzeile war eine Zeitschrift für den demokratischen Sozialismus. Etwas, was die regierenden Kommunisten in der DDR gefürchtet haben wie der Teufel das Weihwasser, was aber auch im Westen nicht besonders angenehm war. Ich hatte große Sorge, nicht akzeptiert zu werden, nicht als gleichwertig zu gelten. Na, es fing auch so an, wir mussten einen Gründungsaufruf verfassen. Und dann sagte Grass zu mir: Carola, setz dich mal an die Schreibmaschine, ich diktiere dir. Ich auch zunächst setz mich an die Schreibmaschine, und als ich die Hände so auf die Tasten nehme, denke ich, wieso eigentlich ich, wieso nicht er? Schwierig im Umgang manchmal. Also ich erinnere mich, dass sie damals schon, ich nehme an, auch heute noch, gerne Hüte trägt. Und ich neige dazu, Komplimente zu machen. Aber ich glaube, sie hat sich lange an meine Komplimente gewöhnen müssen und dann auch das eine oder andere Kompliment, ihre Hüte betreffend, akzeptiert. Böll gekannt zu haben und mit ihm befreundet gewesen zu sein, ist ein großes Erlebnis für mich gewesen. Er war oft sehr still im Unterschied zu Günter Grass. Er war ein Zuhörer. Ich sehe ihn vor mir, wie er die Lippen leicht geöffnet hatte und immer ganz sanft mit dem Kopf nickte, als wollte er sagen: Ja, ich höre dir zu. Es ist sehr interessant, was du zu sagen hast. Und es ist auch richtig. Wir müssen es bedenken. Ja, ja, wir sind in allen Jahren mit Ludwig Erhards CDU. Die Damen wählen Erich Mende, der ist immer unerhört frisiert. Sie will nicht Blumen und nicht Schokolade. Sie will nur immer wieder Willy Brandt. Mit dem Aufstieg Willy Brandts, der zum Hoffnungsträger avanciert, kündigt sich in der Bundesrepublik ein Machtwechsel an. Willy Brandt steht für Aussöhnung mit dem Osten und für innere Reformen. Er begeistert alle, die von der Adenauerzeit die Nase voll haben. Da dachte ich, das ist mein Kommunikationszentrum, da will ich informiert sein. Und ich war eine begeisterte Anhängerin der Ostpolitik.
Ich habe mich nie so in der Politik identifizieren können wie in den Regierungsjahren von Willy Brandt. Ich glaube, dass sie lange die Partei als eine solche Ersatzheimat gebraucht hat. Nicht? Und dass sie auch sozusagen familiäre Gefühle in der SPD eben nicht nur entdeckte, sondern auch entwickelte. Ich kann mich erinnern mal an eine Wahlversammlung, als Rau, glaube ich, um die Kanzlerschaft kämpfte, wo eine Zeitung schrieb, und das fand ich sehr gut beobachtet, Carola wirke da wie eine Mutter, die den Eindruck vermittle, wenn wir jetzt mit dem jungen Latein pauken, dann wird er auch die Versetzung noch schaffen. Wir sind uns auf vielfache Weise begegnet. Wir sind uns begegnet im Freundeskreis von Gustav Heinemann, über den sie geschrieben hat, mit Helmut Gollwitzer und anderen. Wir sind uns auch begegnet in den Gremien des Westdeutschen Rundfunks. Ich war im Verwaltungsrat, sie saß auf der Personalratsbank und konnte schon für Meinungsfreiheit eintreten. Der Exilant Willy Brandt wird zum Liebling der Frauen und einer nach Reformen rufenden Jugend. Erhard hatte die Intellektuellen Pinscher genannt. Brandt geht auf sie zu. Dann hatten wir einen kleinen Kreis, der gar keine Institution war. Dort habe ich Fragen gestellt. Wie würdet ihr denn das sehen, wohlwissend, dass es ganz schwer ist, das, was gedacht wird, vorausgedacht wird, voll in Deckung zu bringen und Übereinstimmung zu bringen mit dem, was die praktische Politik dann möglich macht. Aber anregend war es. Willy Brandt ist mir immer fremd geblieben. Ich habe ihn sehr verehrt, aber ich habe kein persönliches Verhältnis zu ihm gefunden. Er war ja ein sehr zwiespältiger Mann. Er konnte sehr lustig sein, er liebte Anekdoten. Ich hatte nie so viel Witze parat, wie er hören wollte. Aber man kam ihm menschlich nicht nahe. Ich bin ihm menschlich nicht nahe gekommen. Im soeben bekannt gegebenen Ergebnis hat der Bundesminister Dr. Heinemann die meisten Stimmen erhalten. Herr Dr. Heinemann ist somit zum dritten Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland gewählt. Am meisten habe ich Gustav Heinemann geliebt. Den habe ich wie meinen Vater geliebt. Und wir beide hatten uns sehr gern. Und ich habe an ihm so bewundert, und das ist mir eine Lehre für mein ganzes Leben geblieben, dass man Moral und Pragmatismus miteinander verbinden muss. Dass es keinen Zweck hat, hehre moralische Grundsätze aufzustellen und nicht darüber ausgiebig nachzudenken, wie man Bündnispartner gewinnen kann, was man tun kann, um sie zu verwirklichen. Sie hatte eine Linie und die stimmte großenteils mit der Linie der Partei überein. Und wenn sie das nicht tat, hat sie meiner Erinnerung nach das auch durchaus öffentlich zur Kenntnis gegeben. Das heißt, sie hat keineswegs immer die Parteiauffassungen vertreten, sondern auch durchaus kritische Worte für ihre eigene Partei gefunden. Unser Verhältnis zur SPD ist immer ein kritisches gewesen, aber auch aus der Erkenntnis heraus gespeist, dass das die einzige Partei ist in Deutschland, die eine lange, lange demokratische Tradition und Geschichte hat und die mit ihren Fehlern, die alle offen zutage liegen und die man auch kritisieren kann und muss, dennoch eigentlich der stabilste demokratische Garant ist. Ich habe mich für Menschenrechte eingesetzt, das fand ich richtig. Ich stand für was, das fand ich richtig. Ich habe mich engagiert, das muss ein politischer Journalist, er darf nicht dauernd so tun, als sei er objektiv, als sei er ein Neutrum, aber er muss von allen Parteien unabhängig sein. Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Hier ist wieder der internationale Frühschoppen mit 6 Journalisten aus 5 Ländern. Da gibt es Carola Stern. Sie ist inzwischen Redakteurin und eine beachtete Kommentatorin beim Westdeutschen Rundfunk. Eine Sprechprobe, bitte. Gleich zweimal konnte sich der Bundesbürger gestern über den Konflikt in der Münchner SPD informieren. Danke, das reicht. Auf Rotlicht, ja. Gleich zweimal konnte sich der Bundesbürger gestern über den Konflikt in der Münchner SPD informieren. Morgens durch ein Zeitungsinterview von Vogel... Alexander Solzhenitsyn wird kein bequemer Gast in unserer Welt sein. Ein kompromissloser Moralist und Christ und Sozialist
ist kein Bündnispartner für die Unmoral in unserer Welt. Wenn Freizügigkeit am Widerstand der anderen Seite scheitert, muss man für ein Mehr an menschlichen Kontakten sorgen. Die Stimme war unverwechselbar, aber nicht nur die Stimme, sondern auch die Präzision der Gedanken, die gepaart war mit einem persönlichen Engagement, das man spürte. Man hatte nie den Eindruck, hier liest jemand einen Text, sondern hier bringt sich jemand selber zur Sprache. Und das hat mir immer gefallen. Ich glaube, man muss dazu sagen, dass diese Engagiertheit kontrolliert gewesen ist. Vielleicht nicht immer ausreichend, aber jedenfalls doch im Großen und Ganzen kontrolliert gewesen ist, dadurch, dass sie einen ganz hellen Verstand hat und noch wichtiger, einen politischen Verstand hat. Und das ist ja bekanntlich nicht das Gleiche. Es gibt ja viele hochintelligente politische Idioten. Es gab aber auch Bemerkungen wie diese, die einmal ein leitender Redakteur machte, der sagte, ja, diese frauliche Betroffenheit oder Emotionalität, so hat er sich wohl ausgedrückt, die Frau Stern gerade in ihrem Kommentar zum Ausdruck gebracht hatte, das kann sie wohl so machen, ich würde das anders halten. Das habe ich als hämisch empfunden, obwohl fraulich und Emotionalität ja eigentlich nichts Schlechtes ist. Es ist so anstrengend, sich immer erst legitimieren zu müssen. Bei Männern wird absolut vorausgesetzt, dass sie was von Politik verstehen und damit umzugehen wissen. Wenn eine Frau sich plötzlich über irgendein politisches Ereignis äußert und ist nicht bekannt in dem Kreis, in dem sie das tut, dann gucken die Männer etwas mitleidig, freudig nah. Wollen sie auch schon mitreden? Ich glaube, dass sie frühzeitig erkannt hat, dass eine gewisse Unverblümtheit oder Unbedingtheit oder einfach Unbefangenheit, wenn man so will, echte oder gespielte Naivität, eine in dieser verstellten Welt von lauter Menschen, die aus ihren Gefühlen eben nichts hergeben wollen oder sich verstellen, dazu zur Falschheit neigen, das alles tut sie nicht. Und sie hat, glaube ich, frühzeitig entdeckt, dass ein Teil ihrer Wirkung darauf beruht. Ja, ich finde, es ist unsere Pflicht, gerade nach dem Dritten Reich zu protestieren, und zwar gegen politischen Terror, wo immer er auch geschieht. Wir haben zu protestieren gegen den politischen Terror in der Sowjetunion, genauso wie gegen den politischen Terror in Spanien. Denn es ist ja nicht nur die Sowjetunion, die in diesen Weihnachtstagen politische Prozesse mit Terrorurteilen durchführt, sondern genauso eben das faschistische Spanien. Und die Sowjetunion wird sich den Vergleich gefallen lassen müssen. Als ich in WDR gekommen war und anfangs einige Schwierigkeiten hatte mit meinen Kommentaren, die Männer fanden, dass das zu subjektiv sei, rief mich eines Tages mittags, ich erinnere mich noch sehr genau, der Fernsehdirektor Höfer an und sagt, ich höre Ihre Kommentare und ich muss sagen, ich bin beeindruckt von diesen Kommentaren und Sie werden einige Schwierigkeiten weiter haben, aber machen Sie so weiter. Solange Frauen gar nicht oder kaum an politischen Entscheidungen beteiligt sind, wird sich wenig für sie ändern. Darum kann man gar nicht oft genug daran erinnern, es müssen viel mehr Frauen in die Politik und das heißt zuerst mal in Parteien gehen. Sonst steht auch hier schon Errungenes wieder auf dem Spiel. Sie war eine profilierte Gestalt in ihren Kommentaren, aber auch in den Gesprächen über das Programm, in den offiziellen und den inoffiziellen. Sie war eine kraftvolle Gestalt im Sinne des kompromisslosen Nachdenkens. Und außerdem sage ich Ihnen offen, es hat mich auch gefreut, dass sie nicht nur eine solche Mutter Courage in ihren Aussagen war, sondern sie war auch eine Frau. Sie hat sich gefreut, wenn ich ihr was Nettes über ihren Hut gesagt habe oder sowas. Sie war ein menschlicher Mensch und ein Mensch mit Humor. Und ich finde auch in dieser Phase eine überzeugende Frauengestalt im Rundfunk. Amerikanische Sanktionen gegen Polen haben sich als falsch erwiesen. Sie schaden der Bevölkerung, helfen eher dem Regime, indem sie ihm ermöglichen, innere Schwierigkeiten auf einen äußeren Feind zu wälzen. Und sie treiben Warschau in noch stärkere Abhängigkeit von Moskau. Wem kann daran gelegen sein?
Die Fähigkeit zu wirken entsprach auch einer tiefen Sehnsucht zu wirken. Zumal es ihr eben auf andere Weise, Sie wissen, ihr Ursprungstraum war ja gewesen, Tänzerin zu werden. Und das hatten ihr die Klassenkameradin Hohenlachen sozusagen klargemacht, dass sie sich figürlich dafür nur wirklich nicht eignen würde. Dass sie auf andere Weise wirken wollte und in die Öffentlichkeit wollte, auch in die politische Öffentlichkeit wollte, das ist ja von Menschen, die Sie schon aus den Zeiten des Dritten Reiches kennen, sehr frühzeitig bei ihr erkennbar gewesen. Ich wollte doch immer gerne als junger Mensch und auch als Journalistin anerkannt sein, wenn möglich bewundert werden, geliebt werden. Ich glaube, es hatte was zu tun damit, dass ich ohne Vater aufgewachsen bin. Und da neigte ich in Zeiten meines Lebens zu einer gewissen Anschmiererei. Das muss ich mal ehrlich zugeben. Das hängt, glaube ich, damit zusammen, dass sie selbst immer große Selbstzweifel hatte und die Zustimmung anderer brauchte. Aber dass sie das in einem späteren Stadium ihres Lebens als Problem erkannt hat. Zurück in der Bücherwelt, aus der sie immer kam. Den Kopf voller Pläne stürzt sich Carola Stern als über 60-Jährige in das Abenteuer, nur noch Autorin zu sein. Sie wird eine erfolgreiche Schriftstellerin. Das eigene und das Leben ihres Mannes, Frauengestalten des Bürgertums wie Dorothea Schlegel, Paare wie Isadora Duncan und Sergei Jesenin werden zu Büchern, die besonders bei einem weiblichen Publikum hohe Auflagen erzielen. Carola ist 1985 auf mich zugekommen mit einem Manuskript, das die Lebensgeschichte ihres Mannes und ihrer selbst bis zum Jahr 1945 beschrieb. Und es war ein sehr ungewöhnliches Buch, weil sie ganz unterschiedliche Lebensgeschichten gehabt haben. Der eine, ihr Mann Heinz Zöger, war im kommunistischen Widerstand gewesen und Carola hat mit geradezu schonungsloser Aufrichtigkeit ihre eigene Begeisterung als Jungmädel für das Naziregime beschrieben. Und ich fand das sehr ungewöhnlich, dass eine Person mit einem öffentlichen Namen, den sie damals hatte, und einer großen öffentlichen Reputation, sich traute, sich öffentlich zu dieser Vergangenheit zu bekennen. Und das war sicherlich auch einzigartig und ist bedauerlicherweise ziemlich einzigartig geblieben. Sie ist ja von einem unerschütterlichen, nicht nur Temperament, sondern getrieben davon, die Dinge beim Namen zu nennen und auszusprechen. Da können sich viele junge Autoren, die heute der Spaßkultur nachlaufen oder meinen, man müsse ganz dem Ästhetischen sich hingeben und die politischen Themen ganz außer Acht lassen, die könnten sich daran ein Beispiel nehmen. Als das Mädchen auf die Welt kommt, steht Voltaire auf der Höhe seines Ruhms. Und als die fast 75-Jährige stirbt, leben schon Karl Marx und Friedrich Engels. Sie ist eine überaus disziplinierte Autorin, die gründlichst recherchiert und die elegant zu schreiben weiß. Das ist sicherlich eine der Eigenschaften, die ich sehr an ihr schätze. Ich schätze darüber hinaus ihre unbändige Neugier, mit der sie immer wieder in neue Welten eintaucht. Und ich schätze sicherlich am allermeisten ihre Bereitschaft zu schonungsloser Aufrichtigkeit, die sie dabei hat. Sie ist offen genug, um immer wieder in den Schwächen anderer auch sich selbst zu erkennen und dieses auch zu reflektieren. Und das ist ein ganz großes und seltenes Glück. Männer lieben anders, Helene Weigel und Bertolt Brecht. Der Titel ihres letzten Buches über eine lebenslange, schwierige Beziehung. Darin der Satz: Helene Weigel nährte immer nur die Gewissheiten ihres Mannes, richtige und falsche, aber nie die Zweifel. Jede Frau hat irgendeine Sehnsucht. Die Sehnsucht von Carola Stern, wie die von ihr porträtierte Fritzi Massary, ein Operettenstar zu sein. Ich finde, der Umkreis ist so interessant. Alle berühmten Leute der 20er Jahre. Ich glaube, dass das,
was sie wirklich im Tiefsten immer wollte und geworden ist, ist die Autorin von Büchern, die ja wesentlich sich auch mit Schicksalen von Frauen beschäftigt haben, auch Frauen, die es schwierig gehabt haben. Nicht? Also Ralph Varnhagen ist ja da ähnlich ein Beispiel wie die Tochter von Moses Mendelssohn. Und ich glaube, dass sie sehr, sehr an eigene Schwierigkeiten erinnert hat und eigene Schwierigkeiten verarbeitet hat in der Erfassung anderer schwieriger Leben. Etwas, was ich bei Carola immer bewundert habe, ist die Entschiedenheit, ich würde fast sagen Radikalität, mit der sie eine Lebensphase, und das heißt meistens ein ganzes Gebiet, mit dem sie sich beschäftigt hat, abgebrochen hat, hinter sich gelassen hat und damit auch viel, was sie investiert hatte, was sie an Kompetenz und Erfahrung gewonnen hatte, erstmal beiseite ließ, um etwas ganz Neues anzufangen. Ich glaube, ich bin mein ganzes Leben nicht darüber hinweggekommen, dass ich keine Bühnenkünstlerin geworden bin. Wie glücklich hätte mein Leben werden können, wenn ich da oben stehen könnte und mich auch produzieren könnte. Das ist mir klar geworden, als ich an diesem Lebensjugenderinnerung schrieb, was es mir bedeutet, mich zu produzieren. Darum war es so schön, beim Hörfunk zu sein und noch schöner, beim Fernsehen eine Lippe zu riskieren. Der mühsame Weg zu ihr selbst, das ist, glaube ich, etwas, was man ihr anmerkt, wie lange sie gebraucht hat, ihre Fähigkeiten zu entwickeln und das in sich ja auszubilden und auszudrücken, was in ihr angelegt war. Und das ist ja, glaube ich, das größte Glück, das einem Menschen widerfahren kann. Wieder auf der geliebten Sommerinsel Usedom, heimgekehrt, umgeben von Freunden und Erinnerungen. Das ist die Landschaft meiner Jugend und es ist die Landschaft meines Alters. Und wenn ich auf der Veranda sitze bei meinem Vetter in unserem früheren Haus und sehe auf die Ostsee, ach, dann denke ich, was für eine schöne Kindheit hast du gehabt. Das ist mir vertraut und gleich fange ich an zu erzählen, wie gern ich ein Badegastkind gewesen wäre und wie schön es am Strand war. Und dann kommen die Kindheitserinnerungen. Das Hinterland der Insel kannte ich eigentlich gar nicht und das, würde ich sagen, ist jedenfalls den Sommer über die Landschaft meines Alters und es ist geblieben mein Arbeitszimmer, wo es auch immer steht. Ich sitze sehr gerne an meinem Schreibtisch, ich schreibe immer noch sehr gerne Bücher und halte mich immer, jedenfalls was die Tätigkeit anbetrifft, an den alten Fontane, der auch gesagt hat, ich habe mit 60 nochmal ein ganz neues Leben angefangen und das habe auch ich getan und bin sehr glücklich dabei.